Hier als Beispiel das Shift-Reduce-Parsing, formalisiert für Parsing als Deduktion. Langsam hoffe ich, dass das Prinzip klar ist. Wir haben wieder unser Axiom, um die Tabelle zu initialisieren. In diesem Fall fangen wir mit einem leeren Stack an. Und hier haben wir wieder einen Index anstelle Resteingabe. Dann die Reduktionsregel. Hier sieht man wieder unsere Liebe zu griechischen Buchstaben. Das ist ein Gamma. Das wird oft benutzt für Stack-Symbole. Da haben wir rechts auf dem Stack irgendetwas, was der rechten Regelseite einer Produktionsregel entspricht. Und in diesem Fall tauschen wir dann diese rechte Regelseite aus durch die linke Regelseite. Und dieser Shift-Schritt, wir haben hier wir unseren Stack gegeben, der kann auch wieder aus einer beliebigen Verkettung aus Terminalen und Nicht-Terminalen bestehen. Hier haben wir unseren Index. Und wenn das, ja, da muss eigentlich, ja, für dieses Item muss nichts weiter erfüllt sein, außer dass das Eingabewort ein nächstes Zeichen haben muss. Dieses Zeichen wird dann von der nächstfolgenden Stelle wird dann auf den Stack geschoben und der Zähler wird um 1 erhöht. Und dann unser Goal-Item, wie zuvor auch. Wir haben dann auf dem Stack nur noch unser Startsymbol gegeben und die Länge unserer Eingabe, in diesem Fall in dem Beispiel A, B, B wären das 4. Die soll hier auch als Index Goal-Item stehen, als Zeichen, dass wir das Eingabewort komplett gesehen haben. Und hier wieder ganz kurz Shift-Reduce-Parsing, die Tabelle dazu, hier durch Axiom. Also im Hintergrund gibt es natürlich wieder eine Agenda, die habe ich diesmal hier nicht aufgeführt. Wir fangen hier wieder mit unserem Axiom an. Wir führen verschiedene Shift-Schritte aus, jeweils auf die vorige Zeile. Dann können wir hier auf Zeile 4 den Reduce-Step ausführen, weil hier rechts auf dem Stack haben wir AB. Das entspricht genau dieser rechten Regelseite, dieser Produktionsregel. Also können wir AB durch dieses S austauschen. Dann können wir unser letztes B rüberschiften auf den Stack. Und dieser Stack entspricht damit dieser rechten Regelseite von dieser Produktionsregel. Und wir können dann diesen ganzen Teil durch die linke Regelseite, durch unser S austauschen, was gleichzeitig auch unser Startsymbol ist, wodurch wir hier unser Goal-Item erhalten. Und damit wurde das Wort akzeptiert und das Wort ist in der Sprache und unser Parsing-Vorgang war erfolgreich.